Herzlich willkommen bei Spielregeln und Spielanleitung. Wir haben ein neues Spiel zum Rezensieren bekommen, und zwar vom Kosmos Verlag, das Spiel Natives, dein Stamm. So sieht es aus. Es ist ein Kartenspiel, wird geliefert in dieser kleinen Box. Was steht hinten drauf? Der Winter wird kommen. Bereite deinen Stamm auf die bevorstehende kalte Jahreszeit vor. Vergrößere dein Volk und teile deinen neuen Stammmitgliedern passende Aufgaben zu. Älteste helfen dabei, weitere Stammesmitglieder zu gewinnen. Kundschafter bieten mehr Auswahl, Krieger machen Gefangene und Schamanen treten in Kontakt mit den Ahnen. Jäger, Fischer, Farmer beschaffen Vorräte. Alle tragen zum Wohlstand deines Stammes bei. Auf die richtige Mischung kommt es an. Bist du der beste Stammesführer? Das stellt sich heraus am Ende dieses Spiels, ob du der beste Stammesführer bist. Das Spiel ist geeignet ab 10 Jahren. Man kann es mit 2 bis 4 Spielern spielen und eine Runde dauert ca. 30 Minuten. Auf einer Skala von 1 bis 5 ist es eher der Planer, oder überlässt man es dem Zufall? Das ist eher der Planer, und es ist auch eher ein Glückssucher, statt dass man es kalkulieren kann. Enthalten zusätzlich 3 Erweiterungen, die man spielen kann. Im Inhalt sind insgesamt 200 Spielkarten und eine Spielregelung. Wir schauen uns jetzt mal an, was hier drin ist und worum es genau geht. Also, wir haben einmal die Spielanleitung in deutscher Sprache, alles in deutscher Sprache, die ausführliche Spielanleitung. Und dann haben wir hier diese 200 Karten, so sehen sie aus. Mit den unterschiedlichsten Funktionen. Der legendäre Krieger zum Beispiel, dann haben wir großer Bison, dann haben wir Mais, großer Lachs, also die Nahrung, dann haben wir die Spielkarten, die eigentlichen Spielkarten. Wir schauen uns jetzt mal an, worum es genau geht. Also die 200 Spielkarten unterteilen sich für das Grundspiel, eine Karte als Startspieler, eine spielende Karte, es ist Winter. Dann gibt es 28 Stammeskarten in 7, je 7 in 4 Farben, 28 Stammesmitglieder mit Wert 2, 24 mit Wert 1. Und dann gibt es 39 Nahrungskarten und 8 verschiedene Totems. Die Spielvorbereitung. Die Spielerkarte und die spielende Karte, es ist Winter, werden aussortiert. Jeder Spieler erhält in einer Farbe seine 7 Stammeskarten. Diese legt er mit der Rückseite nach oben in einer Reihe von 1 bis 7 vor sich aus und dreht sie dann um. Das sind seine ersten Stammesmitglieder. Links liegt jetzt der Kundschafter und rechts der Jäger. Mit weniger als 4 Spielern werden die übrigen Stammeskarten in die Schachtel zurückgelegt. Die restlichen Karten werden gemischt, 10 Karten werden abgezählt und darauf verdeckt die Karte. Es ist Winter gelegt. Auf die 11 Karten werden die verbleibenden 89 Karten gelegt. Die 100 Karten bilden nun den Prairie-Stapel. Von diesem Stapel werden die 5 obersten Karten aufgedeckt in die Tischmitte abgelegt. Diese Auslage ist die Prairie. Für die Ermittlung der Punkte am Ende des Spiels benötigt man Stift und Zettel. Der Spieler, der sich als Erster an den Tisch gesetzt hat, beginnt. Das ist soweit die Vorbereitungen. Steht hier noch einiges über den Stamm drin, die Stammesmitglieder, die Stammeskarten, den Spielablauf. Es wird in 3 Schritten gespielt: Nachschub, Kundschafteraktion, Stammeskarten aktivieren und zugehörige Aktionen ausführen. Das ist immer dieser Spielablauf. Dann steht hier noch was zu den Schamanen, den Kriegern, den Farmern, den Fischern, den Jägern drin. Das Spielende. Wenn ein Spieler die Karte "Es ist Winter" im Prairie-Stapel aufdeckt, leitet er daraus das Spielende ein. Die Karte legt er als sichtbares Zeichen offen neben den Prairie-Stapel. Eine Ersatzkarte darf er dafür nicht ziehen. Der Spieler führt seinen Spielzug ganz normal durch. Danach wird die laufende Runde noch zu Ende gespielt. Hat der Spieler, der rechts vom Startspieler sitzt, seinen Zug beendet, erfolgt die Wertung. Und die Wertung ist dann hier ausführlich nochmal erklärt in den Spielregeln. Dann gibt es hier was zu den Erweiterungen. Wie spielt man mit den Erweiterungen? Mit den Jahreszeiten, die Rituale, die Seele der Prärie. Das alles findet ihr in den Spielregeln. Wir haben für euch die Spielregeln auch nochmal ausführlich erklärt. Die findet ihr direkt hier unter dem Video. Klickt gerne drauf. Kommt ihr auf Spielregeln und Spielanleitung zur ausführlichen Rezension und die Spielanleitung, die ihr euch dort auch herunterladen könnt. Das ist das Spiel Natives, dein Stamm von Kosmos. Tolles Kartenspiel, ab 10 Jahren geeignet, was wir von Spielregeln und Spielanleitung nur empfehlen können.
Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.